Im heutigen Marktgeflüster geht es um Illusionen und deren Konsequenzen, und zwar die Illusionen einerseits bei unseren wunderbaren Notenbankern, die zu lange geleugnet, ignoriert haben, wie die Inflation nach oben schießt und jetzt glauben, seitens der Fed etwa, dass man mit Zinsanhebungen bis 4% ganz entspannt die Inflation nach unten bekommen kann, ohne dass die Wirtschaft wirklich komplett crasht. Das ist die eine Illusion, und auf politischer Ebene sehen wir etwa die Illusion der Verantwortlichen, die immer mehr eigentlich erkennen müssten, dass diese Sanktionen zurückfeuern, eine Art Eigentor darstellen. Das gilt sowohl für die Biden-Administration als auch vor allem für die EU, und dabei stehen wir erst ganz am Anfang möglicherweise einer Krise, die uns im Herbst dann richtig ereilen wird. Wir haben jetzt in Italien gesehen, dass schon die erste Regierung, nämlich die Regierung von Mario Draghi, faktisch über diese Energiekrise gestolpert ist, gescheitert ist daran, denn die Koalition dort konnte sich nicht einigen, wie stark man die Menschen unterstützt angesichts der massiv gestiegenen Energiepreise, und das Ganze könnte ja noch viel bitterer werden, und dann bin ich mal gespannt, ob Italien die erste Regierung sein wird, die an dieser Thematik oder die letzte Regierung sein wird, die an dieser Thematik scheitern wird. Aber auch die Notenbanker dürften mit ihren Illusionen scheitern, und das wollen wir uns hier mal anschauen. Hier haben wir etwa Frau Daly von der San Francisco Fed, die gesagt hat, ja, wir wollen die Inflation nach unten bringen, ohne die Wirtschaft irgendwie zum Stillstand zu bringen oder dass weiter das Wachstum eben anhält. Wie das funktionieren soll in einer Pumpwirtschaft wie der amerikanischen, das möchte man mir bitte mal erklären. 91 Billionen Dollar Schulden, wenn da die Zinsen bei 4% liegen, dann knackt es an allen Enden, dann wird das nicht mehr so richtig funktionieren. Und unten sehen wir diese Karikatur, die Fed zeigt, wie sie ziemlich gerade auf einen Wasserfall zufährt und bisher nicht in irgendeiner Form den Kurs ändern möchte. Klar kann die Fed nicht sagen, ja, wir erwarten eine Rezession, dann würden alle sich auf diese Rezession einstellen, keiner würde mehr investieren etc. etc. Aber man scheint dort wirklich zu glauben, dass man die Dinge wirklich im Griff hat, unter Kontrolle hat, und das hat man schlichtweg nicht. Das werden wir schon sehr, sehr bald erleben. Und so sagt dann etwa ein James Bullard von der St. Louis Fed, die Fed hatte derzeit mehr Credibility, mehr Glaubwürdigkeit als die Fed damals unter Paul Volcker. Und das war wirklich ein echter, großartiger Witz, denn Paul Volcker war derjenige, der wirklich das Ruder rumgerissen hat, Schmerzen zugefügt hat, die Wirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt hat, die Arbeitslosigkeit nach oben gebracht hat, aber den Stecker nochmal in das Fiat-Kreditgeldsystem gesteckt hat dadurch. Die Schmerzen waren sehr groß, aber Paul Volcker konnte das eben machen, weil damals die Verschuldung der Amerikaner um und bei 30% des BIPs war. Da waren die Haushalte nur zu einem Bruchteil dessen verschuldet, was sie derzeit sind. Die Firmen waren nur zu einem Bruchteil verschuldet, zu dem Maße, in dem sie jetzt sind. Warum ist diese Verschuldung so massiv nach oben gegangen? Nun, weil man die Zinsen auf Null gesenkt hat. Dadurch haben sich Unternehmen gedacht, naja, Geld kostet nichts, dann nehme ich doch Schulden auf, kaufe meine eigenen Aktien zurück, steigere den Wert meiner Aktien. Und dadurch hat das Management super gut verdient und die Aktionäre gleich damit. Und bei den Privatkonsumenten war eben auch die Schuldenaufnahme super günstig. Das hat die Vermögenspreise nach oben gebracht. Dadurch wurden viele Leute auf dem Papier immer reicher. Also so eine Spirale eines wunderbaren Geldvermehrungssystems, das jetzt aber aufgrund der Inflation nicht mehr funktionieren kann. Jetzt versucht man sozusagen mit Zinsschritten dieses Problem in den Griff zu kriegen, aber der Geist ist aus der Flasche, das Ungeheuer ist schon zu groß, als dass man das irgendwie kleiner machen könnte, indem man einfach ein bisschen Luft ablässt. Das wird wohl nicht funktionieren. Die Frage, die sich die Märkte derzeit stellen, ziemlich albern eigentlich, 100 Basispunkte oder 75 Basispunkte. Bostic hat sich heute nochmal für 75 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung in Sachen Zinsanhebung ausgesprochen, also 0,75%. Und dann nochmal James Bullard, der gerade gesagt hat, wir haben mehr Glaubwürdigkeit als die Volcker-Fed. Paul Volcker ja in den 70er Jahren diese massiven Maßnahmen gegen die Inflation, als die Inflation eben ähnlich hoch war wie heute, teilweise noch höher.
Aber da waren die Zinsen dann schon mal schnell bei 12% und so weiter. Jetzt hat Ballard heute gesagt, GDP-Data is misleading. Also die BIP-Zahlen, die würden in die Irre führen. So, aber wie soll ich sonst irgendwie Wirtschaft messen außerhalb von BIP-Zahlen? Und wir haben ja den Atlanta Fed GDP Now Tracker, also praktisch eine Art Real-Time-Tracking-System für die US-Wirtschaft. Und da liegen wir für das zweite Quartal im Minus, sind jetzt bei minus 1,5%. Also wenn die Daten nicht passen, dann sind sie sozusagen irreführend. Das scheint jetzt das neue Motto zu sein. Also das zeigt so ein bisschen die Entfernung von der Realität, die auch in der Notenbank offenkundig überhand nimmt. Und was Sie hier sehen, das ist die Bilanz der US-Fed, der amerikanischen Notenbank. Und wir sehen, dass in der letzten Woche die Bilanzsumme wieder gestiegen ist. Also die Fed hatte vorher mal ein bisschen die Bilanzsumme reduziert. Jetzt ist sie wieder angestiegen. Also es ist nicht so, dass man jetzt eigentlich sich an den Fahrplan hält bislang, dass man die Bilanz wirklich so reduziert, wie man es vorhatte. Bis September sollte ja erstmal 47,5 Milliarden reduziert werden pro Monat. Ab September dann das Doppelte, 95 Milliarden. Bisher tut man sich damit ein bisschen schwer, wie es aussieht. Und sagt, ja, die Wirtschaft, die kann die Zinsanhebungen verkraften. Das haben wir jetzt von mehreren Fed-Speakern gehört. Dann schauen wir uns mal den Empire State Index an, den wir heute bekommen haben. Da sehen wir, dass die Erwartung für die nächsten sechs Monate massiv gefallen ist. Die Firmen werden immer pessimistischer, auch wenn der Index in der Headline-Zahl heute besser war als befürchtet. Wir sehen also, dass die Unternehmen selbst eine Rezession bereits erwarten. Wir sehen, dass in Sachen Inflation auch wichtig, dass die Lagerhaltung permanent abnimmt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Rohstoffpreise gefallen sind. Die Firmen haben gehortet, weil sie sich gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich das Zeug nächste Woche noch bekomme, also lagere ich das ein, ich gehe auf Nummer sicher. Und jetzt beginnen sie massiv ihre Lager abzuverkaufen. Und das ist der Punkt, der dann natürlich Druck auf die Preise ausübt und bereits ausgeübt hat, eben auf die Rohstoffpreise. Und natürlich sind wir wahrscheinlich in einem Rohstoff-Superzyklus, wo eine so fulminante Rallye dann eine so scharfe Korrektur erfolgt, aber Rohstoffe insgesamt etwas bleiben aus meiner Sicht, was in diesem Jahrzehnt oder in den nächsten Jahren auf jeden Fall etwas sein wird, was angesichts einer Deglobalisierung ein wichtiges Asset sein wird. Dementsprechend bleibe ich relativ positiv insgesamt für Rohstoffe, aber wir sehen, dass die Nachfrage deutlich sinkt, etwa in den USA nach Benzin. Und es gibt ja den Satz, nichts heilt hohe Preise besser als hohe Preise, und die Amerikaner tanken schlichtweg weniger. Hier sehen wir mal, wie stark rückläufig jetzt der Konsum von Benzin in den USA ist. Schlichtweg, weil viele Leute dann sagen, ja, dann fahre ich nicht, wenn ich diese Fahrt nicht machen muss, dann mache ich sie nicht. Dann fahre ich vielleicht nicht in den Urlaub oder besuche nicht Verwandte über den 4. Juli etc. Also das ist der stärkste Rückgang, den wir jetzt seit langem gesehen haben. Derzeit wird in den USA so viel Benzin konsumiert oder verbraucht wie zuletzt im Juli 1999. Also wir sind auf dem Stand von vor 20 Jahren. Also wir sehen, da ist durchaus Nachfragerückgang schon der Fall. Und wir haben jetzt gestern den größten Rückgang der Benzinpreise in den USA gesehen seit der 2008er Rezession. Also seit der Finanzkrise. Das heißt, die Amerikaner müssen jetzt schon weniger bezahlen für Benzin, weil schlichtweg die Preise zurückgehen, weil die Nachfrage auch zurückgeht. Und wir sehen hier unten etwa nochmal den New York Fed Empire, die Umfrage des New York Empire State Index. Und hier sehen wir, dass die Firmen ihre Preiserwartungen massiv nach unten genommen haben. Da ist der Preisindex von 69,2 auf jetzt 43,5 gefallen innerhalb eines Monats. Das riecht mir nicht nach einer permanenten Steigerung der Inflation, die viele weiterhin sehen. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Notenbanken schon massiv auf die Bremse getreten sind und hier die Zinsen massiv angehoben haben, oft in großen Schritten, manche Notenbank 1,5%, 1,8%, 0,5%, 0,75%, 1%. Hier sehen wir mal die globalen Central Bank Rate Hikes, und das ist so massiv wie in den letzten 20 Jahren nicht. Das hinterlässt Spuren, das bremst Nachfrage, das ist das, was die Notenbanken ja auch erreichen wollen, eben die Nachfrage zu senken. Aber diese Zinsanhebungen, die werden teuer, denn die Verschuldung ist so hoch, und je
höher die Zinsen, umso teurer werden die Schulden. Hier sehen wir mal die Gesamtverschuldung der Welt in Relation zum BIP. Da sind wir jetzt über 350%. Das ist eine Menge Holz. Und da ist natürlich nicht mit eingerechnet etwa die Unternehmensverschuldung, die in den USA sehr, sehr hoch ist, die vor allem aber in China sehr, sehr hoch ist. Die beträgt nämlich über 200% des BIPs. Das sind alles faktisch staatliche Firmen. Geld gilt aber nicht offiziell als Staatsverschuldung, aber wenn man das mit einrechnet, dann hat China eine Staatsverschuldung von weit über 300%. Dagegen ist Griechenland so mit 190% ziemlich gut aufgestellt, könnte man sagen. Also das wird nicht auf Dauer gut gehen. Je höher die Zinsen steigen und die Fed-Zinsanhebungen bringen die Restwelt massiv unter Druck, eben auch die Zinsen anzuheben, um ihre Währung nicht crashen zu lassen, damit den Inflationsdruck zu erhöhen, denn schwache Währung heißt Inflationsdruck, weil man dann die Rohstoffe und andere Waren, die in Dollar notieren, importieren muss, mit einer schwachen Währung kaufen muss, in teuren Dollars kaufen muss. Das wiederum ist inflationär. Kommen wir heute mal zu den Daten. Wir haben gesehen, dass die Einzelhandelsumsätze etwas besser waren als erwartet, aber dennoch real gesehen, also nach Abzug der Inflation, negativ waren, und zwar das im zweiten Monat in Folge. Wir sehen hier nochmal eben dann auch, das sind ja Daten aus dem Juli, den Anstieg eben der Benzinpreise, den wir gesehen haben, alleine hier die Gas Stations 3,6% E-Commerce, man hat wieder viel mehr E-Commerce gemacht. Food and Beverages 0,4%, einige wenige Kategorien waren rückläufig. Also das zeigte vielleicht so ein letztes Mal, wie die Dinge hier gelagert sind. Die Inflation ist etwas, was sozusagen ja praktisch nominal hier abgezogen werden muss oder von der nominalen Zahl abgezogen werden muss. Und da sehen wir, mit Wachstum ist, wenn ich die Inflation abziehe, eben nicht mehr viel drin. New York Empire State Index, über den hatten wir schon gesprochen, der war auch besser. Aber was die Märkte dann beflügelt hat, warum es heute mit den US-Märkten vor allem und auch dann im Gefolge dessen dem DAX nach oben gegangen ist, das sind die Daten, die wir heute aus dem US-Verbrauchervertrauen gesehen haben. Das ist ein Tick besser ausgefallen mit 51, und ein paar zerquetschte. Wir hatten im letzten Monat ja ein Allzeittief bei 50, aber worauf die Märkte besonders achten, sind die Inflationserwartungen, und die sind niedriger gewesen als im Vormonat. Jetzt für die Einjahresinflation 5,2%, da war erwartet 5,3, im Vormonat auch 5,3, und dann bei den längerfristigen Inflationserwartungen 5 bis 10 Jahre waren es 2,8, hier hatte man 3,0 erwartet und vor Monat war 3,1. Warum passiert das? Da werden, oder in dieser Umfrage sind 441 Amerikaner befragt worden. Jetzt keine wirklich große Datenbasis, muss man sagen. Aber die haben natürlich gesehen, und das ist für die Amerikaner wichtig, das ist für alle wahrscheinlich wichtig, die haben gesehen, dass in der zweiten Junihälfte dann die Tankstellenpreise gefallen sind, also sinken dann eben auch die Inflationserwartungen. Das ist der Hauptgrund für diese Rallye, die jetzt den Nasdaq etwa, den Nasdaq Composite, über die 200-Tages-Linie wiedergebracht haben, die gerade von institutionellen Investoren ja sehr, sehr stark beachtet werden. Also das ist jetzt eine nachhaltigere Erholung zunächst mal, eine kräftige Erholung zunächst mal. Und das trotz dieser hawkischen Rhetorik durch die Fed, die sagt, wir werden die Zinsen schnell auf 4% anheben. Und hier ist auch einer der Gründe oder vielleicht der Hauptgrund, warum die Märkte hausieren, dass ist die heutige Dollarschwäche nach der massiven Rallye. Da sind wir im Dollarindex jetzt von knapp 108 runter auf, oder von 139 jetzt runter auf knapp 108. Der S&P 500 dann 1,7% im Plus. Es gibt praktisch eine Negativkorrelation fast von 1:1. Starker Dollar heißt schwacher S&P 500 und andersrum, dementsprechend ist das für die Märkte sehr wichtig. Selbst der Euro hat sich heute erholt in Richtung 1,008, also eine massive Rallye. Jetzt kommen wir mal zu diesen Sanktionen, diesem ganzen Komplex. Und wir sehen heute Joe Biden ja in Saudi-Arabien angekommen. Und hier ein Bericht von Bloomberg, der zeigt, dass Saudi-Arabien massiv jetzt seine Importe von russischem Öl erhöht hat. Man kauft also mit einem massiven Abschlag des Preises aus Russland Öl, damit man mehr arabisches Öl in den Westen verkaufen kann. Vielleicht mischt man es auch ein bisschen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall verkaufen die Saudis uns teuer ihr Öl, kaufen
füllen ihre Lager damit wieder auf für den Eigenkonsum durch russisches Öl, das sie viel, viel günstiger kaufen. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, das wir derzeit sehen. Die Sanktionen werden umgangen, indem wir praktisch mit diesen Sanktionen Zwischenhändler schaffen, etwa wie Indien. Die Inder kaufen günstiges russisches Öl und verkaufen es uns dann wieder weiter, weil wir kaufen ja nicht von den Russen, aber von den Indern kaufen wir doch russisches Öl. Also es ist natürlich eine ziemlich desaströse Lage, und diese These, dass die Sanktionen vor allem den Russen schaden und uns möglichst wenig schaden sollen, die kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Das sehen wir an vielen Fronten. Ja, und jetzt sollen die Sanktionen ja nochmal verschärft werden. Ursula von der Leyen und die EU-Kommission bereiten jetzt ein neues Paket vor. Gold, Chemicals, Machinery sollen hier praktisch weiter sanktioniert werden. Orban, der von der EU ja nicht gerade geliebt wird, hat heute gesagt, damit schießt man sich ins Knie, hat wörtlich gesagt, das ist wie sich selbst in die Lunge zu schießen. Und man kann von ihm halten, was man will, es ist aber doch wahrscheinlich eine realistische Zustandsbeschreibung. Und das große Problem ist, wenn jetzt neue Sanktionen kommen, wo soll dann der Anreiz für Putin eigentlich sein, weiter Gas durch Nord Stream 1 zu schicken? Das ist natürlich eine offene Frage, nochmal ganz klar. Man muss sagen, dieser Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, da kann man natürlich jetzt nicht schulterzuckend dann einfach weitermachen und sagen, naja gut, ist halt so. Da muss man etwas tun, sonst wäre praktisch jeder Angriffskrieg irgendwie mal eben so durchführbar, ohne dass andere irgendwie zucken. Das ist schon klar. Nur sehen wir jetzt, dass eben die Sanktionen so nicht funktionieren, wie sie derzeit angelegt sind. Also müssten wir überlegen, wie kriegen wir, wenn wir diese Sanktionen beibehalten wollen, die wirklich effektiver hin, ohne dass sie uns so massiv schaden. Und derzeit zeigt sich eben, dass die Energie unsere massive Achillesferse ist und dass dann Putin faktisch am längeren Hebel ist. Und das ist eine unschöne Situation, mit der man es hier zu tun hat. Noch gehören fünf der 20 größten Volkswirtschaften in Europa. Auf Dollarbasis, aber sollte der Euro weiter abwerten, dann könnte sich das bald ändern. Deutschland ja Nummer 4, dann Frankreich Nummer 7, Nummer 9 Italien, dann haben wir Spanien 15 und Niederlande 19. Das kann sich also ändern, wenn der Euro weiter abwertet. Das ist praktisch eine Art Schrumpfungsprozess, den wir da erleben. Und das liegt daran, dass der Euro unter Druck ist, vor allem, dass die Handelsbilanz der Eurozone wie auch der EU insgesamt sich massiv verschlechtert. Wir haben aus allen Ländern im Prinzip mehr importiert inzwischen als im Vorjahreszeitraum in den ersten 5 Monaten, nämlich von Januar bis Mai. Und wir sehen, dass vor allem die Importe aus Russland um 85% gestiegen sind. Das liegt eben auch an den Preissteigerungen für Gas. Vor allem, wir haben gesehen, dass die Importe aus Norwegen etwa um 147% gestiegen sind. Das liegt an den Importen von norwegischem Gas. Das zeigt, die Kosten für uns gehen massiv rauf, und Europa, die Eurozone oder die EU waren jahrzehntelang im Grunde mit einem Handelsbilanzüberschuss gesegnet, was den Euro natürlich deutlich gestützt hat. Und so geht auch diese Qualität dahin. Wir tauschen billige Energie durch sehr, sehr teure Energie, und das schwächt uns natürlich wirtschaftlich, gar keine Frage. Und jetzt zeigt sich zum Beispiel diese Abhängigkeit auch von den amerikanischen Energieträgern, selbst Frankreich. Deutschland hat das auch massiv gemacht. Frankreich hat jetzt als wichtigsten Öllieferanten inzwischen auch die USA. Und da ist man auch bei den umweltbewussten Franzosen offenkundig bereit, das zu machen, auch wenn dieses Öl eben durch Fracking und andere unschöne Umweltnebenwirkungen erzeugt wurde. Wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, dann haben wir heute eine Aussage des stellvertretenden Supervisory Board of Uniper, also ich nehme an, das ist der Aufsichtsrat, wenn ich es jetzt richtig praktisch in Erinnerung habe, der gesagt hat, wir waren oder sind Tage vor einer Insolvenz. Uniper hat ja heute bekannt gegeben, dass man jetzt die eigenen Gasspeicher anzapfen muss, damit man nicht am Spotmarkt teuer das Gas einkauft, um es dann Stadtwerken eben weiterzugeben in den verschiedenen Städten Deutschlands. Jetzt greift man also im Juli, wo normal der Gasverbrauch sehr gering ist, greift man schon auf die eigenen Lager zurück, weil man sonst ein Liquiditätsproblem bekommt. Also wir sehen, wie ernst die Lage hier wirklich ist. Und die EZB
Will er jetzt, wie sie gesagt hat, nächste Woche die Zinsen um 0,25% anheben, dann im September wahrscheinlich um 0,5, da traut man sich was. Und bisher hat man es mit den Spreads, trotz der Krise jetzt, der politischen Krise in Italien, noch einigermaßen im Griff. Allerdings sehen wir die europäischen Junk Bonds, also die Firmen mit schwacher Bonität, da steigen die Risikoprämien to the roof, skyrocketing könnte man sagen. Die gehen also massiv nach oben, weil eben immer klarer wird, da sind riesige Ausfallrisiken. Ausfallrisiken auch in China. Da schrumpft die Wirtschaft mit deflationären Tendenzen. Mal ein Blick, ein Originalblick in den Maschinenraum der chinesischen Wirtschaft. Dann, neueste Waffe von Russland ist das Öl aus Kasachstan und aus Aserbaidschan. Das ist etwas, was jetzt sozusagen als neues Konfliktfeld hier auf dem Trapez ist. Sehr umfangreicher, tiefgehender Artikel, den ich Ihnen empfehlen möchte. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, ein Artikel von mir, Boom zu Ende, warum immer mehr Bauprojekte storniert werden. Jetzt können sich praktisch nur noch eigenkapitalstarke Immobilienentwickler oder eben Bauträger wirklich den Bau von Immobilien leisten. Alle anderen können das nicht mehr. Und die Eigenkapitalstarken sind entweder die ganz Großen oder diejenigen, wo Pensionskassen sich investiert haben, während die Kleinen jetzt auf der Strecke bleiben. Dadurch werden immer weniger Immobilien gebaut. Dadurch wird sich das Problem noch weiter verschärfen. Also drei Artikel, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal ein wunderbares Wochenende. Teilen Sie das Video, teilen Sie die Artikel. Sie kennen den Sermon. Ich sage Servus und Ciao.